Blitz und Donner die letzten Tage in den meisten Teilen der Republik. Beeindruckend schön können die Naturgewalten natürlich sein, aber das Unwetter auch viel kaputt machen. Aber mal ehrlich, machen wir uns mal klar, dass es auch passieren könnte, dass uns der Blitz trifft. Herzlich willkommen zum ARD Buffet. Jetzt wollen wir mal zeigen, was in unserem Körper passiert, wenn der Blitz einschlägt. Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz verletzt zu werden, gering. Doch das Risiko ist deutlich gestiegen durch die ungewöhnlich vielen und starken Gewitter. Je wärmer die Atmosphäre wird, desto mehr Flüssigwasser kann sie enthalten. Und je wärmer sie wird, desto mehr Gewitter müsste man auch langfristig über den Klimawandel erwarten. Die Wahrscheinlichkeit für die Zunahme von Gewittern, von heftigen Gewittern, die ist auf jeden Fall gegeben. Das gilt vor allem für die Hauptgewitterzeit. Jetzt im Juni und Juli warnen die Meteorologen. Ute Graf hat niemand gewarnt, als vor 5 Jahren auf dem Volksfest in ihrem Dorf ein Gewitter losbricht. Ich habe nur gemerkt, als wenn einer einen so einen Holzhammer auf den Kopf gibt. Wie so eine starke Druckwelle. Fast 40 Menschen werden damals verletzt. Die Dorfwiese ist durch einen Regenguss völlig durchnässt, als plötzlich 4 Blitze in einen Baum am Rande des Festplatzes einschlagen. Das Fatale: Direkt neben dem Baum steht ein Stromkasten, über den sich die Energie des Blitzes über die feuchte Wiese ausbreitet. Durch die Füße im feuchten Gras gelangt der Strom in den Körper. Die Folge bei Ute Graf: eine gefährliche Flüssigkeitseinlagerung am Herzen. Das Herz ist in einem Beutel geschützt. Und wenn dieser Beutel sich mit Wasser oder mit Flüssigkeit ansammelt, hat das Herz immer selber weniger Platz zu arbeiten. Das Herz wird komprimiert. Es kann sich nicht mehr mit Blut füllen. Und das kann lebensbedrohlich sein. Ute Graf muss bis heute mit den Folgen des Blitzschlags leben. Seitdem hat sie Herzrhythmusstörungen und ihre Nerven sind angegriffen. Ich leide unter Erschöpfungszustände, Kraftlosigkeit. Manchmal ist das auch so, dass ich zerstreut bin, dass ich mich nicht richtig konzentrieren kann. Was langfristig passiert bei dem Patienten, was auch langfristig am Herzen passiert, das ist noch relativ wenig untersucht. Die Schädigungen betreffen viele Organe. Das können Hörschwierigkeiten, Tinnitus sein, das kann das Auge, Sehstörungen sein, Eintrübung der Linse. Aber das betrifft vorwiegend das Nervensystem und die Psyche des Menschen. Jan Lütje wurde vor knapp 2 Jahren durch einen Blitzschlag verletzt. Er kann sich bis heute an jede Sekunde erinnern. Das war so ein Wetter wie heute, ja, ungefähr. Die Wolken waren genauso dunkel und es hat aber noch geregnet und geblitzt und gestürmt. Ja, und ich war halt so neugierig und bin hier einen Schritt rausgekommen aus dem Carport und hab geguckt. Und dann ist ungefähr dort der Blitz eingeschlagen. Jetzt, wenn man so einen elektrischen Schlag vom Zaun kriegt, so hat sich das angefühlt. Er hat unglaubliches Glück, zeigen die Untersuchungen. Seine Nerven sind nur leicht geschädigt, ein Kribbeln im Arm spürt er bis heute. Doch die Brandmale auf seinem Rücken zeigen, wie nah ihm der Blitz war. Und zwar gibt es das Flash-Over-Phänomen oder den Skin-Effekt oder Hauteffekt. Das bedeutet, dass ein Großteil der Ladung oder die gesamte Entladung an der Außenseite des Menschen entlangläuft bis in den Erdreich, weil eben unsere Lederhaut einen großen Widerstand gibt. Blitze bilden sich in Gewitterwolken. Hier entsteht ein elektrisches Spannungsfeld. Entlädt sich diese Spannung, gibt es einen gigantischen Kurzschluss, der Blitz. Der sucht sich den höchsten Punkt, Bäume, Häuser und den Menschen. Wird man vom Gewitter überrascht, heißt es, sich ganz klein machen und die Füße ganz eng aneinander stellen. Wenn ich die Beine weit auseinander habe, kann es sein, dass der Strom in das eine Bein eintritt, durch das andere austritt und dass das Herz im Stromfluss ist. Und damit wird es lebensgefährlich. Es gilt die 30-30-Regel. Liegen zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden, dann sofort Schutz suchen. Elektrogeräte vom Ohr, Wasser meiden. Und nach dem letzten Blitz oder Donner mindestens 30 Minuten warten, bevor man wieder nach draußen geht. Erst dann hat sich das Gewitter verzogen.
Vorsicht ist also geboten. Im wahrsten Wortsinne könnte es jeden treffen. Richtiges Verhalten bei Gewitter gibt es bei uns noch mal zusammengefasst im Netz auf ardbuffet.de. Achim Wiele ist bei uns. Ich grüße dich. Hallo. Hallo. Er fängt schon das Schaffen an. Saubere Markisen und Sonnenschirme wollen wir alle haben. Aber gerade weil so viel runterkommt, auch an Regen und weiß nicht Blütenstaub, haben wir zurzeit vielleicht eher verdrecktes Material draußen. Mit was fängst du schon an zu arbeiten an dem Stöffchen da drüben? Genau, also zur Erklärung, dieses Kissen besteht aus dem ähnlichen Stoff wie eine Markise oder ein Sonnenschirm. Deshalb können wir das hier wunderbar verwenden, um zu zeigen, wie man das reinigt. Grundsätzlich sollte man erstmal lose aufliegende Verschmutzungen, Blätter und so weiter abkehren. Oder den ganzen Blütenstaub. Den ganzen Blütenstaub, genau. Und dann kann man sich um so spezielle Flecken kümmern, wie jetzt hier zum Beispiel haben wir einen Grasfleck. Ähnlich wäre das bei Moos. Da eignet sich für die Fleckbehandlung sehr gut was mit Gallseife zum Beispiel. Können wir gleich mal testen. Diesen Fleck, wenn ich also die Markise komplett abgespült habe, kann ich dann entsprechend nachbehandeln, wenn der sich nicht löst. Und tupft dann diesen Fleck so ein bisschen ab. Und ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Das Grünzeug löst sich. Du gehst ganz vorsichtig vor, also mit Tupfen hier, nicht mit Rubbeln und Reiben. Nein, im Gegenteil. Also man nennt es Detachur. Was der größte Fehler ist, den man machen kann, ist, wenn man zum Beispiel solche Schwämme verwendet, die eine unheimliche mechanische Wirkung haben. Und auch das demonstriere ich mal ganz gerne, wenn man hier mal den Markisenstoff nimmt und reibt hier drüber. Dann sieht man, dass hier so ein weißer Abrieb dran hängen bleibt. Und wenn man nah hinschaut, also von mir aus sehr gut zu sehen, raut man den Stoff auf und der wird viel, viel schmutzempfindlicher, wie er eigentlich vorher ist. Du rätst vor allen Dingen auch, jetzt haben wir es zurzeit ja recht nass, die ganze Zeit, dass ganz wichtig ist, dass wir immer für Trockenheit sorgen bei Markise und bei Schirm. Das funktioniert natürlich aber nicht immer. Genau. Also wenn ich sie, es fängt an zu regnen, ich habe schon die ersten Tropfen drauf, dann will ich sie natürlich einziehen, damit der Sturm nichts kaputt macht. Genau. Aber trotzdem, diese leichte Feuchtigkeit muss weg irgendwann. Ganz genau. Also wenn natürlich ein Gewitter aufzieht und die Markise leicht feucht ist, trotzdem ruhig eindrehen, aber dann sofort wieder öffnen nach dem Gewitter, dass es trocknen kann. Auf keinen Fall die nasse Markise in diesem Kasten drin lassen oder den Sonnenschirm zusammenklappen, sonst gibt es Schimmel oder Stockflecken. Trotzdem gleich rangehen an die Flecken, wenn man welche entdeckt, wenn der Vogel drauf geschissen hat, auf gut Deutsch, da auch nicht lange Zeit vergehen. Nein, also immer sofort entfernen, das ist ein Grundsatz generell bei Flecken und am besten so einen schönen weichen Schwamm verwenden, wie man auch vom Autowaschen kennt, in so eine Reinigungslösung reintunken. Ich habe hier tensidfreien Reiniger drin. Tensidfreien Reiniger? Ja. Also man kann auch sagen seifenfrei. Ja. Denn die Tenside haben das Problem oder die Eigenschaft, dass sie eine eventuelle Imprägnierung entfernen. Und wenn die sich im Stoff festsetzen, wirken die schmutzanziehend. Deshalb sollte man möglichst seifenfrei arbeiten. Steht auch drauf, da vorne hast du ja ein Fläschchen stehen. Genau. Tensidfrei, merken wir uns. Die Gallseife haben wir schon gesehen. Genau. Dann hast du noch etwas bei dir, da steht extra chlorfrei drauf. Wieso Richtig. Das? Ja, also dieses Produkt hier ist ein Schimmelentferner. Wenn er jetzt Chlor enthalten würde und wir würden das hier aufsprühen, würde das Kissen ganz weiß werden. Okay. Und dann ist ein weißer Fleck ist auch nicht schöner wie ein dunkler. Keine Schimmelflecken, aber weiße Flecken. Ich merke mir, weich müssen die Arbeitsmaterialien sein, entweder mit Schwamm oder hier bei den Bürsten haben wir auch zwei verschiedene. Also wirklich so eine ganz krasse, mit denen sie irgendwie gegen starke Verschmutzung im Haushalt vorgehen. Das nicht, sondern eher hier so was Weiches als Schlauch, als Gartenschlauchaufsatz. Genau. Also wenn man diese Bürste hier nimmt, man hat hier im Zubehörhandel gibt es verschiedene Stecksysteme, Stangen und auch Winkel. Ja. Und dann kommt man auch mit so einer weichen Bürste, wenn der Gartenschlauch hier angeschlossen wird, wunderbar auf die Markise und kann die schön abbürsten und abspülen, aber trocknen lassen dann. Und wichtig, wir wissen ja schon längst, viele gefährliche Unfälle passieren im Haushalt. Wenn ihr eine Leiter aufstellt, liebe Leute, sollte einer dabei sein, der sie hält. Schmutzradierer hast du da auch noch, aber eine Sache wollen wir vorne am Schirm noch demonstrieren, denn es gäbe auch die Möglichkeit, den Stoff vom Schirm abzunehmen und den in die Waschmaschine zu tun. Ja, in die Waschmaschine bitte nicht, weil die Waschmaschine würde den Stoff beschädigen, gerade die Nähte wären beschädigt. Also man kann immer bei der Bedienungsanleitung mal gucken, aus was für Material ist der Schirm. Hier haben wir zum Beispiel so einen Begleitzettel, wo man ein bisschen schauen kann. Und dann kann man hier wunderbar diesen Bezugsstoff abnehmen. Das machen wir jetzt nicht beim ganzen Schirm, aber ich könnte den jetzt einmal komplett abnehmen, in eine Schüssel machen und dann am besten mit einem Feinwaschmittel ein bisschen auswaschen und wieder aufspannen, trocknen lassen und dann ist der Schirm wieder sauber. Handwasch. Was ich hier nochmal zeigen will, der Zettel, der beim Schirm dabei ist, zeigt uns, dass er regendurchlässig ist, das heißt keine Imprägnierung hat. Eine Imprägnierung wieder draufbringen, also es gibt ja Imprägnierspray, funktioniert das auch? Das funktioniert, also hier haben wir ein Produkt, das auch für Zeltstoffe verwendbar ist und es dichtet halt die Nähte und den Stoff ab, immer dann.
dann, wenn man eine gründliche Reinigung gemacht hat, sollte man damit nacharbeiten, damit es wasserdicht bleibt. Vorsichtig arbeiten, mit ein bisschen Geduld und darauf achten, dass immer alles in einer vernünftigen Zeit wieder trocken ist. Achim, vielen Dank für diese Infos. Gerne. In der Hoffnung, dass wir alles sauber bekommen. Achim Wiele ist auch nach der Sendung noch da für weitere Fragen. 0180 229 1215 ist die Telefonnummer zu weiteren Tipps, wie Markise und Sonnenschirme richtig schön sauber werden. Wir bleiben ganz gerne mal draußen. Und zwar auf dem Balkon. Der kann ja richtig kuschelig sein, insbesondere wenn es draußen stürmt und regnet. Sitzt man da vielleicht an einem trockenen Fleckchen. Wichtig ist aber, dass man Bescheid weiß, ein spezielles Balkongärtnern vielleicht den entsprechend grünen Daumen dafür hat. Deswegen gibt es hier ein paar schöne Beispiele. Eine typische Hochhaussiedlung in Deutschland. Tristesse. Kaum Pflanzen und blühende Blumen. Doch ein Balkon hebt sich hier farblich von allen anderen ab. Petras Balkonoase. Für die Kölnerin ist ihr Balkon im Sommer wie ein zweites Wohnzimmer. Ich liebe meinen Balkon, weil ich habe so lange drauf gewartet, überhaupt einen Balkon zu kriegen hier in Köln. Meine grüne Oase, mein Rückzugsort, mein Ort, wo ich abends sitzen kann und runterkommen kann, ins Grün, in den Himmel gucken kann, wo ich mich einfach wohlfühle. Petras Freiluftzimmer möchte ich mir natürlich unbedingt selbst anschauen. Die Kölnerin hat einen grünen Daumen. Viele Details, ne? Das ist schön gemacht und dadurch ist das auch, es bringt Farbe und es ist trotzdem ruhig. Es ist nicht bam, 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 bam. Dankeschön. Petras Nachbarin Carrie ist Opernsängerin. Auf ihrem Balkon fällt eins sofort auf. Es gibt nur Grünpflanzen. Und das hat seinen Grund. Carrie reagiert allergisch auf Pollen. Deshalb hat sie bisher auf blühende Blumen verzichtet. Eine grüne Balkonoase. Mein kleiner Oase. Vor 2 Monaten war ich sehr krank. Und in diesem Zeitraum hatte ich sehr viel Zeit, mich auszukurieren. Und habe extrem viele Gartenshows geguckt. Und da hat meine Leidenschaft zu Pflanzen erweckt. Noch fehlen hier Farben, aber das lässt sich ändern. Ja. Neben den vielen Kräutern ist ja noch ein bisschen Platz. Ich habe keine Blumen, weil ich Allergikerin bin, aber ich koche sehr gern und deswegen sind Gewürze mir sehr wichtig. Das heißt, das ist ganz wichtig für dich, dass du die Pflanzen immer schön schneidest, auch gerade die Kräuter, weil okay. Wenn Kräuter blühen, ist es auch ein Problem für Allergiker. Es gibt sehr viele Kräuter, Blüten, auf die viele Allergiker sehr stark reagieren. Ah, okay, also immer schön schneiden, auch gerade die Minze. Aha, bei Minze ganz wichtig. Beim Salbei würde es gehen, weil der hat andere Blüten, der ist ein Lippenblütler. Aber bei Minze schön viel schneiden und nicht blühen lassen. Ich komme mit Carrie ist zwar allergisch, aber auf farbige Eyecatcher muss sie dennoch nicht verzichten. Das Tolle an der schwarzäugigen Susanne ist halt, sie blüht in einem durch bis Oktober. Also das blüht und blüht und du wirst keine Probleme mit den Pollen haben. Also sie gilt als absolut allergikerfreundlich. Es ist einfach toll, dass man überhaupt Farbe hier kriegen kann. Weil ich meine, ich muss da ein bisschen kreativ sein, wie ich das gestalte mit den grünen Pflanzen. Süßkartoffeln, Petunien und Ziersalbei sind Pflanzen, die auch für Allergiker geeignet sind. Blühende Petunien neben Kräutern eignen sich auch für Menschen, die allergisch sind. Durch die besondere Blütenform gibt es weniger Pollenflug. Denn bei Petunien liegt der Pollen tief in der Blüte. Allerdings brauchen diese Pflanzen gerade bei warmen Temperaturen viel Wasser. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Oh, wie schön ist das denn? Ah, mal mit der Sonne. Und das ist ja toll. Oh. Ja, ist es noch schöner geworden mit den ganzen Pflanzen. Ja, ich habe ihn ja vorher noch gar nicht gesehen, aber der ist doch toll. Ja, ich freue mich, dass ich ein bisschen Farbe hier habe. Ja, endlich. Ohne Allergien zu bekommen. Ja. Petra und Carrie sind der beste Beweis dafür, dass auch Balkone in Hochhäusern Wohlfühloasen sein können. Petunien, Süßkartoffeln, Ziersalbei, schwarzäugige Susanne. Mit diesen Blumen bringen auch Allergiker Farbe auf ihren Balkon. Schön und beschwerdefrei kann es also draußen auf dem Balkon sein. Eine sehr gute Nachricht haben wir seit heute 12 Uhr. Die EU verlost bis zum 26. Juni für alle 18-Jährigen 15.000 Interrail-Tickets. Mhm.
erstmal setzen lassen. Das ist eine ganze Menge. Man kann sich bewerben bis zum 26. Juni. Einzige Voraussetzung ist 18 Jahre alt. Sollte man ziemlich genau sein. Allein oder in Gruppen kann man sich bewerben. Wie das genau funktioniert, gibt es bei uns im Netz. Und dann kann man auf EU-Kosten kreuz und quer durch Europa reisen. 4 Wochen lang. Das wiederum ist nicht ganz neu. Das gibt es schon seit den 70er Jahren. Und heute ist da ein schöner Zeitpunkt, sich an so eine Reise mal zu erinnern. Bis zum Polarkreis ist er gekommen. 1975 mit einem Interrail-Ticket und 2 Kumpels. Klaus Dietrich aus Dortmund war damals 19 Jahre alt. Er erinnert sich gerne an seine Interrail-Touren nach Skandinavien und ins ehemalige Jugoslawien. Also es war eigentlich immer wieder eine aufregende Zeit. Man kaufte sich einen Reiseführer, man hatte eine Vorstellung, welches Land man bereisen möchte. Und dann ging es eigentlich schon los. Und man setzte sich in den Zug und alles andere war mehr oder weniger Überraschung. Voller neuer Eindrücke und Überraschungen war auch seine 4-wöchige Tour durch Jugoslawien. Trotz wenig Komfort im Zug und im Zelt. Es ist alles gut gegangen. Es waren höchstens so Schicksalsschläge, dass ich meine alte Aqua Billy im Zug hängen ließ. Solche Sachen. Aber die war dann weg, die habe ich auch nie wieder bekommen, aber so ist das Leben. Aber im Prinzip als solches hat man immer nette Menschen kennengelernt und es ist auch nichts gestohlen worden. Wieder eine gelungene Reise Ende der 70er. Ja, also liebe Omas und Opas, liebe Mamas und Papas, motiviert eure Kinder und Enkelkinder vielleicht, dem gleich zu tun. Auch so eine Reise kreuz und quer durch Europa. Seit heute 12 Uhr läuft die Bewerbungsfrist, das Ganze noch bis zum 26. Juni. Alle 18-Jährigen dürfen sich bewerben und dann 30 Tage entweder alleine oder als 5-köpfige Gruppe kreuz und quer auf EU-Kosten durch Europa reisen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Infos dazu, wie gesagt, bei uns im Netz auf ardbuffet.de. Bei uns in der Küche heute Karl-Heinz Hauser, schon in Vorbereitung eines wirklich sehr leckeren Essens. Sehr am Tisch Gericht. Haben sich schon eingefunden Tanja und auch Achim. Tanja, heute wirst du ein Sommershirt stricken. Ein ganz leichtes Garn, klasse Farbverlauf wird sie haben. Achim hat die Arbeit schon getan, reinigungstechnisch. Nach der Sendung ist er ja noch mal zu erreichen. Karl-Heinz, du hast Garnelen dabei. Genau, wir machen Garnelen, gebackene Garnelen mit Basmati-Reis in einem Currysud. Und wir beginnen auch mit dem Currysud. Und zwar gebe ich dazu ein bisschen Öl in die Pfanne, in einen Topf. Wird es denn sehr scharf? Curry hört sich ja schon immer ein bisschen. Das hängt immer ein bisschen von der Currypaste ab, die wir verwenden. Ich habe das vorhin mal probiert. Wir haben 3 verschiedene Currypasten da gehabt. Das ist so eine thailändische rote Currypaste. Ist sehr mild. Also ist das nicht so scharf. Wenn ich beim Asiaten essen bin, ist das ja meist farblich. So, es gibt ein gelbes, ein grünes, ein rotes Curry. Genau. Sind das verschiedene Schärfen? Das sind verschiedene Schärfen. Da wird unterschiedliches Chili. Das ist zum Beispiel ein rotes Curry. Da ist natürlich sehr, sehr viel roter Chili drin. Entsprechend ist das scharf, aber es hat auch mit den anderen Gewürzen zu tun. Da ist Kardamom drin, da ist Zitronengras drin. Also das sind insgesamt 21 verschiedene Gewürze, die hier verwendet werden. Und ja, das hängt dann auch ein bisschen von dem Chili ab und dem Anteil des Chilis. Ja. Und es gibt ja auch ganz, ganz scharfe Chilis. Der grüne zum Beispiel ist auch extrem scharf. Also sehr, sehr unterschiedlich. Aha. Ich habe das probiert eben und ja, der ist eigentlich ganz, ganz lecker. So, da kommt jetzt dazu, hast du gesehen, ein bisschen Zitronengras, dann Ingwerscheiben. Ingwerscheiben, also etwas Limettensaft. Um einfach ein bisschen Säure zu haben. Und das Curry, die Currypaste sollte nur ganz leicht angeröstet werden. Das reicht schon. Und dann füllen wir das Ganze auf mit Geflügelfond. Und lassen das jetzt einfach mal so gute 10, 15 Minuten gut durchkochen, auskochen. Dann schauen wir uns mal die Schärfe an. Im Moment ist es auf jeden Fall noch zu scharf. Das kocht auch ein bisschen raus. Und wenn es zu scharf ist, habe ich auch ein bisschen Kokosmilch da. Und damit können wir das ganz gut neutralisieren. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen Koriander und Thai-Basilikum mit dazu. Thai-Basilikum und Koriander. Das kocht jetzt richtig schön aus. Lass es kochen. Etwas, was du heute auch noch selber machst, ist dieser, Reis da sowieso im Reiskocher. Reis im Reiskocher. Ich liebe diese Reiskocher, weil die haben den Vorteil, also ich habe jetzt hier ein Teil Reis, 2 Teil Wasser. Du tust es in diesen Reiskocherdeckel drauf und der gart es. Und wenn der Reis richtig gar ist, also auf dem Punkt ist, dann stellt er automatisch auf Hold. Funktioniert sehr gut. Tempura-Teig. Auf Hold, das heißt, er kann nicht anbrennen. Genau. Und als wir das vorhin schon mal sagten, hat Achim Wiele ist ganz hellhörig geworden, denn bei euch gibt es auch des Öfteren Reis, aber gerne mal eine kleine Anbrennnote dabei. Meistens angebrannt, ja. Also natürlich eine Entscheidung, ob man sich so einen Reiskocher zulegt. Man kann es auch im Topf daheim machen, aber wer viel Reis isst, das ist dann nicht schlecht. Jetzt aber Tempura-Teig. Tempura-Teig, genau. Also Tempura ist ein Begriff aus dem Japanischen. Das ist Mehl mit Speisestärke, etwas Backpulver, Wasser
Und ein Ei, nehmen wir jetzt hier dazu. Ein ganzes. Und also das Wichtige ist beim Tempura-Teig ein bisschen Gräschereis. Also nicht nur Wasser, sondern Gräschereis nehmen. Das wird praktisch mit untergerührt. Wieso das? Ja, das gibt diesen Effekt danach, wenn das ins heiße Öl reinkommt, das heiße Fett reinkommt. Wir backen ja die Gambas da drin. Ja. Dann spritzt es so ein bisschen. Ja? Warum? Wasser mit Öl in Verbindung spritzt. Und dann hast du so ein bisschen eine schöne Optik und die werden grosser. Schöne Optik und wird krosser, das ist wichtig. Also der Tempura-Teig schön glatt gerührt, bleibt relativ flüssig. Darin dann, wir schauen uns die Tierchen, die du vorbereitet hast, gleich noch an. Vorher will ich aber eine Sache noch loswerden. Wie so oft gibt es bei uns wieder ein wunderbares Buch zu verlosen an die schnellste oder den schnellsten Anrufer 0180 229 1245. Feine Küche passt natürlich thematisch dienstags immer gut zu Karl-Heinz Hauser. Also jetzt ran ans Telefon. Und dann gibt es dieses wunderbare Kochbuch des ARD-Buffets. Willst du aber jetzt noch nicht tauchen? Wir lassen uns noch machen wir gleich im nächsten Take. Ja? Der muss auch ganz klein wenig durchziehen. Also die 3-4 Minuten ist wunderbar. Und dann habe ich hier schon Fett. Das muss in der richtigen Temperatur sein. Gut, dann machen wir doch 3-4 Minuten einen kleinen Exkurs. Zum Thema Gewürze. Du sagtest ja gerade eben beim Curry, auch viele 21 Gewürze sind drin. Jetzt in diesem, ja. Mit Gewürzen arbeiten zu Hause, auch bei der, sag ich mal, normalen Küche, ist durchaus im Trend, schon seit längerem. Viele exotische Gewürze, aber auch, sag ich mal, herkömmliche Gewürze bekommen eine ganz neue Wertigkeit im wahrsten Wortsinne. Denn wir müssen durchaus nicht schlampig wenig Geld dafür hinblättern, wenn wir was Gescheites wollen. Warum das so ist, zeigen wir mal. Der Gewürzboom im Handel. Wir zeigen, was hinter dem Trend steckt und warum die Verbraucher für Kümmel und Co. tief ins Portemonnaie greifen müssen. Los geht's in dieser kleinen Wohnung in Marburg. Von hier aus erobern Veronika und Kim Blecker die Gewürzwelt. Vor knapp einem Jahr haben sie ihr Start-up gegründet. Mit dem Online-Shop fing es an. Wir haben Tage, da kommen gar keine Bestellungen und dann haben wir Tage, da kommen in einer Stunde 10 auf einmal. Aber wir sind auf jeden Fall zufrieden, da wir schon einige Stammkunden haben. Also für mich ist es ganz wichtig, wenn jemand bei uns bestellt, dass es ihm schmeckt und dass er dann sagt, hey, es war so lecker, ich bestell wieder. Was sie von den Großen unterscheidet? Sie verkaufen Gewürze als Lifestyle-Produkte. Im Zimmer nebenan sind die Packstation und das Lager mit den Rohstoffen. Rund 40 Gewürzmischungen haben die beiden derzeit im Sortiment. Alles ohne Geschmacksverstärker. Im Glas kosten 100 Gramm zwischen 3 und 11 Euro. Es ist schön verpackt, man kann sich schön in die Küche stellen, man muss es nicht mehr irgendwo in der Schublade hinten verstecken, wie jetzt irgendwelche Plastikbeutel, die dann halb offen da rumfliegen. Also man möchte es auch gerne zeigen. Da kommt der Gewürzboom im Handel gerade recht. Schon seit einigen Jahren steigt die Nachfrage kontinuierlich an. 2012 wurden noch gut 96.000 Tonnen Gewürze nach Deutschland importiert. 2016 waren es mehr als 117.000 Tonnen, ein Plus von 22%. Olaf Dornberg ist der Chef von Edora, dem größten Gewürzproduzenten im Rhein-Main-Gebiet. Er freut sich natürlich über die gestiegene Nachfrage. Im Keller in Kleinostheim lagern seine wertvollen Rohstoffe aus aller Welt. Das Geschäft brummt. Wir sind ganz begeistert, dass unsere Mischungen, die wir jetzt auf den Markt bringen, oder auch Mischungen, die schon länger da sind, dass sie plötzlich sich großer Beliebtheit erfreuen. Also nicht nur die exotischen Pfeffersorten, exotischen Gewürzsorten, die verschiedenen Chilisorten, auch die Mischung, die Gewürzdips, die werden sehr stark nachgefragt. Wegen des Booms hat der Mittelständler erst vor kurzem zwei neue Maschinen angeschafft. Die können pro Stunde jeweils 1200 Beutel abpacken. Warum auch die Edora-Gewürze nicht gerade günstig sind, habe mit der aufwendigen Herstellung zu tun, sagt Olaf Dornberg. In Übersee und hierzulande. Viele Gewürze werden handgepflückt, handgeerntet und nochmal handsortiert bei uns vor Ort. Das sind alles viele manuelle Vorgänge, die natürlich das Produkt deutlich teurer machen, wie ein Produkt, was im Großfeldanbau ganz einfach maschinell geerntet wird. Das heißt, wegen der aufwendigen Produktion und des Quasi-Monopols müssen die Verbraucher ihre Gewürze weiter teuer einkaufen. Daran ändern die neuen Anbieter nichts. Aber wenigstens sorgen die für neue Geschmackserlebnisse. Boah, wir haben heute auch jede Menge Geschmackserlebnisse versprochen. Wir haben nämlich eine Currypaste mit 21 Gewürzen darin. Da wird ein Currysud angesetzt von Karl-Heinz Hauser. Ja. Später dann die Gambas dazu. Oder heißt es korrekt Garnelen? Garnelen, Tiger Bronze, Gambas, da gibt's, also das sind jetzt wirklich original Tiger. Bevor wir auf die im Genauen schauen, will ich gucken, was du für ein Gemüse noch schnibbelst. Gibt's ja auch dazu. Genau, es gibt ein bisschen Gemüse dazu. Und zwar habe ich Shiitake-Pilze, Kaiserschoten und Paprika. Das wird jetzt einfach nur in Öl ein bisschen angezogen.
Darf ich noch mal kurz eine Kaiserschote hochhalten? Aber ist bekannt, was eine Kaiserschote ist, ne? Genau. So. Zuckerschote, ist das gleiche wie eine Zuckerschote, eine Kaiserschote? Genau, ja, ne? Ja. Das ist die kleingeschnitten. Dann nur in ein bisschen Öl und da machst du jetzt gar nicht viel Gewürze Öl, dran. Machen wir jetzt nur ein bisschen Salz und Pfeffer dran, weil der Gewürzsud hier, der Currysud wirklich sehr, sehr kräftig ist. Ne? Okay. Das lassen wir uns nur so ein bisschen ziehen und dann probieren wir jetzt mal die Gambas aus. Soll bissbehaltendes Gemüse, also ja? Soll bissig sein, also ich lasse das jetzt einfach hier auf der Seite stehen, da passiert gar nichts. Alles klar, jetzt zeige uns die Gambas. Dann habe ich hier diesen schönen King Tiger Prawn, den schneide ich einmal in der Mitte durch. Was kaufe ich, wenn ich in den Supermarkt gehe und ins Tiefkühlregal greife, um gute Qualität zu bekommen? Also das sind jetzt zum Beispiel 6 Achter, das heißt 6 bis 8 Stück pro englischen Pfund. Sehr, sehr groß und wir achten immer darauf, dass wir diese Seawater-Qualität kriegen. 6 Achter bedeutet, Stück. Wie viel es pro englischem Pfund genau. Tiere sind. Und je weniger, also je geringer die Zahl, desto größer sind sie. Umso größer sind sie. Okay. Richtig. Und dann versuchen wir Seawater zu bekommen. Also Seawater ist auch Aquakultur, ist aber draußen im Meer. Da wird meistens kein Antibiotika verwendet und ist wirklich eine sehr, sehr schöne Qualität. Die haben schönen Biss und sie leben nicht in diesen Behältnissen aufgewachsen. Schon auch. Aber eben draußen im Meer. Also große Bassins im Meerwasser. Richtig. Okay. Und das ist schon eigentlich eine sehr, sehr gute Qualität. Jetzt müssen wir mit laufen, weil jetzt kommt nämlich dieser Effekt mit dem Eis. Alles gut. Das ist das, was das Crash-Eis ausmacht. Deswegen sehen die dann aber auch so richtig schön ein bisschen gesprenkelt und knusprig aus. Ja? So, einfach nur Tempura-Teig rein ins Fett. Wie lange brauchen die da drin? Die brauchen jetzt circa 3 bis 4 Minuten, weil ich habe sie ja halbiert. Und somit geht es relativ schnell. So. Okay. Das reicht erstmal. Hier machen wir noch mal ein bisschen zur Geschmacksneutralisierung. Das bindest du aber nicht noch. Das heißt, die. Das ist nur Kokosmilch, mehr oder weniger. Kokosmilch? Das sieht aus wie Kokosjoghurt. Das ist das, was sich oben abgesetzt hat. Und okay. Jetzt probieren wir mal. Du kannst ja mal probieren. Warte, ich probiere vor, okay? Ja, probier du vor. Dass du nicht mehr sprechen kannst. Ich probiere hinterher. Ich finde super. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen auskochen. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne, ausgewogene Schärfe. Durch das Kokos kann ich das noch ein bisschen neutralisieren. Kann es also ein bisschen milder machen. Mm. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne, ausgewogene Schärfe. Sehr lecker. Wir haben übrigens schon einen Gewinner, Gewinnerin für unser Buch Feine Küche. Das haben wir heute verlost hier. Peter Zielinski da aus Ronneburg. Glückwunsch! Sie kriegen von uns die Feine Küche zugeschickt. Sie waren als schnellstes am Telefon. Schau mal, herrlich, ja. Herrlich goldgelb. Eine Minute noch, dann sind die genau richtig. Und auch eben schön knusprig. Also das ist ein sehr, sehr schönes Rezept. Mhm. Burrata, das funktioniert perfekt. Fantastik. Gemüsehammer, das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Dann wird nachher nur noch angerichtet. Dann können wir wieder auf Reise gehen. Mhm. Eine Sache, die Karl-Heinz Hauser auch macht, ist auch öfter auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Und in dieser Woche wollen wir Ihnen ja ein paar Jobs vorstellen. Auf hoher See. Gestern war der Küchenchef auf einem großen Dampfer dran heute, denn es geht ja nicht selten sehr romantisch zu auf einem Kreuzfahrtschiff, die Hochzeitsplanerin. Nadja Kohlermann aus Eschwege, die 27-Jährige, ist Hochzeitsplanerin. Mein Dekokofferchen habe ich schon dabei. Da ist alles drin, was man für eine gelungene Hochzeit oder für einen gelungenen Heiratsantrag so braucht. Die Hessin arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff mitten im Mittelmeer zwischen Rom und Barcelona. Die Suite ist ganz hinten. Ein Gast plant einen Heiratsantrag. Nadja hat dafür ein 100 Quadratmeter großes Kuschelparadies reserviert. 1600 Kabinen hat das Schiff. Die meisten haben einen Balkon. Die Suiten haben Terrassen. Nadja braucht Rosen. Die gibt es im Blumenladen auf Deck 7. Wir können es ganz klassisch machen, entweder eine einzelne rote Rose, einfach nur, ich weiß ja nicht, ob er die in der Hand halten möchte, zum Hinknien. Ich glaube, fast ein Strauß wäre schöner, dann kann er den auf den Tisch stellen und den quasi danach noch überreichen. Perfekt. Ich habe noch schöne rote Rose im Kühlschrank, dann nehmen wir die einfach. Heiratsanträge an Bord liegen im Trend. Letzte Woche musste Nadja 5 organisieren. Ich hatte auch schon Damen, die einen Heiratsantrag gemacht haben. Ich hatte gleichgeschlechtliche Paare, die sie gegenseitige Anträge gemacht haben. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Besprechung mit einem Herrn, der bei mir einen Heiratsantrag buchen wollte. Und dann gestern mit Frau an der Hand kam und sagt, Mensch, sie hat es leider schon getan. Und zwar in Rom am Trevi-Brunnen. Sie war schneller als ich. Nadja fährt seit 8 Jahren zur See auf Kreuzfahrtschiffen. Es ist wie zu Hause, sagt sie. Ich freue mich, Sie zu sehen. Die Kollegen werden zum Familien- und Freunde-Ersatz, möchte ich fast sagen, weil wir feiern hier zusammen Weihnachten, wir sind hier zusammen an Silvester, am Geburtstag. Und die Kollegen sind auch diejenigen, die dir Süßigkeiten auf die Kabine bringen, wenn du mal krank bist. Und ein Leben als Landratte? Nadja hat's ausprobiert.
ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt werden wir mal solide, jetzt fangen wir mal an und machen so ein bisschen Dokumenta. Und habe dann in Kassel angefangen in einem Hotel und habe da Veranstaltungen gemacht und auch eben Events, Konferenzen und so weiter. Doch Edersee statt Mittelmeer, für Nadja keine Alternative. 2 Monate später war sie wieder an Bord. Blumen und Suite sind organisiert und Essen ist bestellt. Jetzt hat Nadja 2 Stunden frei. An Seetagen wie heute machen die meisten Gäste an Bord Sport, Nadja auch. Das Essen ist ziemlich gut bei uns an Bord. Und wenn man nicht nur ganz viel Übergepäck im Koffer, sondern auch noch auf den Hüften haben will, muss man es ab und zu mal zum Sport schaffen. Von daher. Die Hessin hat eine eigene Kabine mit Fenster. Als Unterhaltungsmanagerin ist sie Offizierin. Ihre Arbeitszeiten 12 Stunden täglich, 6 Monate lang. Nonstop, so lautet der Arbeitsvertrag. 2 Stunden später, jetzt dreht sich alles um den Heiratsantrag. Steffen, ich soll den Ring für den Bräutigam abholen. Ja. Der hat's nicht mehr geschafft. Der hat eben schon ganz aufgeregt an der Rezeption angerufen und gesagt. Das wäre dieser hier, ne? Oh, wow. Toll, toll, toll. Ich wünsche dir was. Ganz vielen Dank für die Hilfe. Tschüss. Eine Nacht darf das Liebespaar in der Luxussuite wohnen. Der Champagner steht bereit. Der Tisch ist fast geschmückt. Echte Kerzen sind leider auf Kreuzfahrtschiffen verboten, sagt Nadja und kämpft mit dem Wind. Schade. Also außer, dass mir gerade die Rosenblüten ein bisschen wegwehen. Total schön. Ich finde tatsächlich, das ist eine wahnsinnig tolle Location. Ich mag das Brautpaar oder das zukünftige Brautpaar tatsächlich sehr. Die sind einfach wahnsinnig charmant und süß zusammen. Ja, da legen wir gleich was anderes hin, das macht auch nichts. Dann haben wir es halt hier so ein bisschen auf der Terrasse. Nadja ist Single. Wie ihre Hochzeit mal aussehen soll, weiß sie jetzt schon. Ich habe tatsächlich von allen Hochzeiten, die ich so gemacht habe, ein Hochzeitsbuch. Und da sind alle Sachen drin, wo ich sagen würde, die fand ich selber so schön, das muss ich mir merken. Jetzt noch ein paar Tipps für den Verlobten, dann kann es losgehen. Dann gehe ich mit euch hier durch, um hier durchzumarschieren, damit ihr die lange Flucht habt. Und dann kannst du hier vorne direkt loslegen. Der 31-Jährige wirkt aufgeregt. Ich werde es relativ mittig machen. Dann holt er seine Liebste. Die 22-Jährige wartet an einer Bar. Sie denkt, es geht zu einem romantischen Fototermin im Sonnenuntergang. Das Paar kennt sich seit einem Jahr. Ich möchte, dass du mir das versprichst. Mega. Ich meine, guck dir die beiden an, die sind so zuckersüß und dann ist es auch total schon egal, was der Herr sagt und wie nervös der ist, weil allein, dass er nervös ist, nimmt eigentlich schon jedes Haar mit, was ich auf meinem Arm finden kann. Nadja hat ihn gut gemacht, ihren Job auf hoher See. Oh, Gänsehaut, wie süß. Es wurde schon ein bisschen romantisch kuschelig bei uns im Studio gerade eben, als wir das gesehen haben. Heiraten, unser Vorschlag wäre im Sommer mit einem von Tanja Steinbach gestrickten Sommershirt. Doch, meine Liebe. Guck doch mal hier, das sieht so klasse aus. 3, 2, 1 und ja, so könnte die Braut aussehen. Also klamottentechnisch auf jeden Fall. Ich grüße dich, hallo. Der Clou ist schon auch der Farbverlauf, der nicht ganz neu ist, aber jetzt wieder ganz in, ne? Ja, also diese Knäuel gibt es ja schon eine Weile, besonders beliebt für Tücher, gehäkelt oder gestrickt. Aber man kann natürlich auch super so ein Sommershirt stricken. Ganz feines Garn ist es, also wirklich luftig. Nicht, dass sich jetzt einer denkt, Mensch, da stricken die jetzt irgendwie was für einen Sommer, das ist zu bullewarm. Nein, ganz leicht. Nein, also es ist auch reine Baumwolle, es gibt es auch in verschiedenen Mischungen, auch mal mit Seide oder Lein. Aber da habe ich jetzt was ausgesucht mit einem reinen Baumwoll, ein reines Baumwollgarn. Und das Schöne ist ja, dass jede Farbe immer gleich gewickelt ist. Und das ist auch also wichtig für dieses Top, weil Vorder- und Rückenteil soll ja gleich sein. Also ich nehme 2 von den Knäueln und beginne die halt entweder beide von innen oder beide von außen, sodass die halt den gleichen Farbverlauf haben. Und dann strickt man eigentlich einfach los. Man muss auch jetzt gar keine Fäden ansetzen. Also dieser Effekt kommt dann einfach aus dem Knäuel. Ich habe hier unten so eine spezielle Anfangsborte gemacht, die ist auch in der Anleitung beschrieben. Besonders ist noch diese, es ist ein asymmetrisches Top, das heißt, das Vorder- und Rückenteil, also bei dem einen Teil ist der Zipfel rechts, beim anderen ist er links. Und es ist sehr meditativ zu stricken, man sieht es ja auch, es ist schön glatt rechts. Und ich habe jetzt auch darauf geachtet, also zum Beispiel hier am
Armausschnitt stricke ich dann die Blende gleich mit dran. In dem Sinn habe ich hier jetzt gleich so einen Patentrand angestrickt. Also wo du Patentrand sagst. Genau, ich will dich nicht lange unterbrechen. Genau. Aber wir haben ja bei uns das Strick-ABC im Netz auf ardbuffet.de. Und da hat Tanja schon so viel gestrickt. Und hier, von Maschenanschlagen über Maschen auf Nadelanschlagen, das hatte ich schon, kraus rechts und so weiter. Da gibt es nämlich auch hier den Patentrand. Da kann man sich das wirklich angucken, wie der gestrickt wird. Ja. Den Kordelrand brauchen wir hierfür auch. Den brauchen wir auch, genau. Das ist nämlich dann der nächste Schritt. Also ich stricke jetzt hier, man sieht es schön, also hier an dem Teil, das ist jetzt schon fast fertig. Mhm. Ich habe hier mir markiert, da hört jetzt quasi nachher meine Seitennaht auf. Hier habe ich mit dem Patentrand dann weitergearbeitet für den Armausschnitt. Und hier oben kette ich jetzt schon ab. Und man sieht auch schön, wir ketten einfach nur ganz gerade ab, beziehungsweise die ersten 5-6 cm werden gerade abgekettet und dann kommt, so wie du gerade schon erwähnt hast, der Kordelrand. Der fasst nämlich jetzt auch gleich meinen Halsausschnitt ein. Auch den kann man dann nochmal angucken in den kleinen Filmchen. Also hier für den Kordelrand schlage ich einfach hier zwei bis drei Maschen neu auf und stricke dann auch immer diese drei Maschen ab. Und mit der dritten Masche stricke ich dann immer eine Masche der Abkettkante. Heute habe ich Wortfindungsstöre. Abkettkante. Abkettkante. Wenn man sehr das schnell gut sagen muss, ist genau, auch die die halt. Hast du auch. Also die kette ich dann damit ab und dann fasst sich das ganz schön ein. Ich zeige es mal hier am fertigen Teil. Da sieht man nämlich ganz schön, wie das dann fertig wird. Also hier hat man diese ersten 5 cm, die gerade abgekettet wurden. Die sind auch schön zusammengenäht. Und hier sieht man jetzt diesen Kordelrand. Das sieht wirklich aus wie eine Kordel und wird einfach so angestrickt. Und es fasst jetzt zum Beispiel hier diesen Schulterschlitz ein. Dann schließe ich nachher die gegenüberliegenden Kordelrande einfach ein Stück zusammen als Schulternaht und der Halsausschnitt ist dann einfach auch wieder gerade. Wunderbar, also zwei gleiche Teile, entsprechend aneinander genäht, demonstriert von Tanja gerade eben. Ich habe derweil bei uns im Netz mal anlaufen lassen, die Strickschule Kordelrand über ardbuffet.de in das Strick-ABC von Tanja strickt. Kommen Sie dahin und da können Sie sich die Filmchen immer und immer wieder angucken, bis der Kordelrand spätestens auch klappt. Ich danke dir dafür. Gerne. Lass uns schon mal Richtung Küche beziehungsweise Richtung Esstisch wandern. Und derweil schauen wir darauf, was es morgen bei uns in der guten Idee gibt. Da gibt es nämlich Manschetten aus Papier. Katrin Hering ist bei uns in der guten Idee morgen. Manschetten aus Papier. Schaut gut aus, Papierkunst. Wie sieht es in der Küche aus bei dir mittlerweile, lieber Karl-Heinz? Schau mal, ich habe jetzt hier den Reis, der ist auf den Punkt gegart. Kommt in die Mitte. Mhm. So, wir richten jetzt mal hier drüben an, das ist ein bisschen schöner. Darf ich noch mal sagen, also auf dem Punkt und Hold-Funktion im Reiskocher, aber wer so ein Gerät nicht zu Hause hat, es gelingt schon auch vielen, Reis ohne Anbrennen au point zu kochen. Das ist ein bisschen beschichtet hier, das Ding, und hält einfach die Temperatur gut, geht natürlich auch ganz normal im Topf, überhaupt kein Problem. So, dann kommt hier das Gemüse auf den Reis drauf, also die Shiitake-Pilze, Paprika und Kaiserschoten. Wichtig war Karl-Heinz an der Stelle, das Gemüse nicht schlapp durchzubraten, sondern siehst du, das ist noch richtig schön grün, es hat einen richtig schönen Biss und ist grün. Super. So, und unser Sud, den habe ich noch mal ein bisschen abgeschmeckt. Noch ein ganz klein wenig Zucker dran und wir gehen jetzt am Schluss noch mal mit richtig Koriander ans Werk. Ich hoffe, du magst es. Ich hoffe, ihr mögt es auch. Ich habe mich im Laufe der Jahre dran habe ihr es schmecken gelernt, ja, Koriander. Das ist auch, mit Koriander so. Am Anfang schmeckt es so gut wie keinem. Ja. Ich sage immer, oh, das ist so seifig. Ja. Aber Koriander kann man sich wirklich schön essen. Das ist so. Koriander kann man sich schön essen. Das finde ich gut. Ja, und ich liebe es mittlerweile. Lass uns noch ganz kurz beobachten, wie du dann deine mit Tempura-Teig. Und guck mal, das ist jetzt eine ganz dünne, müssen wir mal schauen, ob wir das in die Kamera kriegen, aber eine ganz dünne, große. Ein großer Teig da außen rum, das macht dieses Eis aus, sondern die kommen jetzt hier oben drauf und sind richtig schön crispy. Wunderbar. Haben einen herrlichen Geschmack. Wer will, wenn man es noch ein bisschen schärfer mag, geht mal hin und vorsichtig damit. Chili oben drauf. Mach 4 Teller insgesamt noch fertig, nicht ganz zu schaffen. Der ist relativ harmlos. Vielen Dank, lieber Karl-Heinz. Gerne. Er macht noch weitere Teller fertig. Wir quizzen derweil mit Ihnen. 0180 229 1245 die Telefonnummer. 200 Euro kann man maximal erspielen, 360 Grad. Wir drehen uns einmal im Kreise. Frau Knaus aus Potsdam ruft heute an. Ich grüße Sie. Hallo Frau Knaus, legen wir gleich los. Rechts oder links rum? Linksrum. Mein Papa sagte, Fräulein, können Sie linksrum tanzen? Linksrum tanzen? Also wir drehen uns linksrum, ich tanze derweil für Sie. Los geht's.
Fräulein, kannst du links rumtanzen? So. Naja, also wir sehen, wir sind draußen. Das ist tatsächlich nicht gar so typisch, dass wir uns links rumdrehen bei unserem 360-Grad-Modus aufgenommenen Foto. Die meisten wollen doch sich rechts rum irgendwie drehen. Aber es ist vollkommen richtig, wie Frau Knaus sagt, man muss auch links rum tanzen können, sonst wird es nämlich irgendwann ganz schön schwindelig. Und man fegt die ganze Tanzfläche leer auch. So. Also draußen gutes Wetter, offensichtlich keine Gewitterstürme, Blitze, da braut sich nichts zusammen, wie wir es anfangs der Sendung gesehen haben. Frau Knaust, haben Sie Unterstützung oder machen Sie das alleine? Ganz allein bin ich. Okay. Hohe Konzentration, ich will gar nicht stören. Und dann gucken wir mal, wie weit wir das schaffen. Vier Fragen sind's. Häppchenweise Richtung 200 Euro. Und wie immer, Frau Knaus, die erste Frage, klar. Wo sind wir? Was meinen Sie? Dreie zur Auswahl: Köln-Rosenheim, Leipzig. Leipzig. Haben Sie da was erkannt? Richtig. Schauen Sie mal hier. Gucken wir noch mal aufs Foto, auf das entsprechende Dach. Da steht zu Hause in Leipzig. Sehr gut. Bahnhofsplatz. Jetzt ist die nächste Frage. Wie viele Fahnen wehen denn auf dem S-Bahnhof? 2, 4 oder 6? Das ist schon ein bisschen schwierig. Zwei? Sehr gut. Ja, richtig. Hier, da oben wehen die Fahnen. Nächste Frage, nochmal 50 Euro wert. Welche Farben hat denn die Straßenbahn, die wir da so im Bild gesehen haben? Weiß, gelb, blau, rot, gelb, schwarz, weiß, grün. Weiß, gelb, blau. Wow, Frau Knaus, Sie waren echt sehr aufmerksam. Stimmt, hier fährt sie durchs Bild. Beweisfoto, Frau Knaus hat recht. 100 Euro nochmal für folgende Frage. Wenn Sie das uns richtig beantworten, haben Sie alles abgeräumt. Was lehnt denn neben dem Eingang des S-Bahnhofs? Ein Roller, ein Fahrrad oder ein Einkaufswagen? Ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Das ist richtig. Und ich bin echt platt, weil das habe ich lange nicht erkannt. Da musste ich viel suchen auf dem Foto. Daneben steht das Fahrrad im Gebüsch, kann man schon fast sagen. 200 Euro schicken wir nach Potsdam, Frau Knaus. Herzlichen Glückwunsch. Prima, danke. Danke fürs Mitmachen und schönen Nachmittag Ihnen noch. Schönen Tag Ihnen. Dankeschön, allen. Tschüss. Tschüss. Super. Karl-Heinz ist schon mit dem Essen bei Tisch. Genau, hier haben wir mal Cashew-Kerne oben drauf gegeben und ja, los geht's. Und kleingeschnittenes rotes Chili noch irgendwo verschmiert. Ja, bei dir. Guten Appetit, gesegnete Mahlzeit. Unter den Reis geschoben. Lecker. Also optisch ist es schon mal die Wucht. Olfaktorisch, es riecht sehr lecker. Ihr dürft gerne schon anfangen zu essen. Ich weise darauf hin, dass Achim Wiele nach der Sendung, um 13.10 Uhr in etwa, ist nur weiter, zum Saubermachen am Telefon zumindest ist. Ja, mit seinen Tipps 0180-229-1215. Und morgen macht Melanie Wenzel Deo selber hier bei uns. Das ist auch eine spannende Sache. Vielleicht haben Sie ja ein paar Fragen, dann können Sie die schon schicken an studio@ardbuffet.de. Ansonsten morgen Nachmittag. Tschüss, bis dahin.